Ich habe schon nicht nur Sorge, sondern so, dass ich bin gespannt, wenn wir verlieren zwei, dreimal, was da steht und so. Das ist natürlich angenehm, aber nicht, dass wir eine Message hier machen über mich. Wir sind Werder Bremen, ich arbeite nicht nur alleine hier mit tollen Kollegen. Das ist meine Hälfte, meine Mannschaft, mein Team. Und das ist, auf diesen Grund bin ich froh. Genauso ich froh für jeder von uns, dass so läuft bei uns momentan. Wir haben momentan hier eine Situation, wo wir gerade innenhäuslich wieder so ein bisschen auf die Bremse treten wollen. Wir wollen das gar nicht verhindern, dass hier eine große Euphorie herrscht. Das genießen wir alle, aber wir dürfen uns natürlich auch nicht überschätzen. Wir müssen immer noch wissen, um was es hier momentan geht. Und das macht das Trainerteam sicherlich oder macht das Trainerteam hervorragend. Unsere Gegner wird echt klasse und disziplinierte Mannschaft. Ich wollte nicht sagen, sehr kompakter oder sehr, aber das gibt es kein richtiges Star. Das ist so schon ein Unterschied. Die 11 Spieler, wer da im Feld steht, das ist, die wissen, was sollen die machen. Müssen wir überhaupt kein Angst haben, aber natürlich mit vollem Respekt. Man sieht das schon und jeder sagt, das ist Platz 4, kannst du nicht einfach im Geschenk kriegen. Ja? Da musst du schon echt was tun und genauso die tun das. Am Beispiel Augsburg sieht man einfach, dass bei allen finanziellen Aspekten, die sicherlich auch über Qualität oder Nicht-Qualität in der Bundesliga entscheiden, es immer wieder Mannschaften eben gibt, die durch ein gutes Konzept, durch harte Arbeit, durch einen Teamgeist eben dann auch über jetzt schon 2 Saisons über sich dort in diesen Bereichen aufhalten kann. Und das ist sicherlich für uns ein Verein, wo wir hingucken müssen.